USA. Ahoi, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen auf dem Kanal Neue Welt Reloaded. Hallo. Mein Name ist Portugas und rechts neben mir sitzt Max. Genau, und heute dachten wir uns, reden wir mal über Schiffe. Naja, nicht über alle Schiffe, wir reden heute über die Thousand Sunny. Oder die Flying Lamp. Oder allgemein über die Schiffe der Strohhutpiraten. Genau. Weil wir uns die Frage gestellt haben, wie sieht's eigentlich aus? Bekommt die Strohhutbande nochmal ein neues Schiff? Was denkst denn du? Ich glaube nicht. Nee, denke ich auch nicht. Was ich? Oh, fängt jetzt an zu regnen. Jetzt regnet's und ich muss doch heimfahren. Mit dem Motorrad da. Naja. So. Auf jeden Fall. Ich glaube kaum, dass sie nochmal ein neues Schiff kriegen. Allein schon, weil Frankies Traum es ist, mit der Sonne über alle Meere zu segeln. Deswegen glaube ich nicht, dass die ein neues Schiff bekommen. Auf keinen Fall, die Sunny wird das letzte Schiff sein. Genau, das vor allem, weil die auch noch aus dem Adamsholz ist. Genau, weil die auch noch aus dem Adamsholz ist. Ja, das ist auf jeden Fall, das kann nicht sein, weil eben Frankie dabei ist und Frankies Schiff ist die Sunny und der will damit über alle Meere segeln. Die Sunny wird das Schiff der Strohpiraten sein, das letzte. Also es wäre einfach zu krass, wenn die jetzt ein neues Schiff bekommen würden. Da bin ich mir sicher, das wird nicht der Fall sein. Ja. Und es, wie gesagt, es wurde eben von den besten Schiffszimmermännern aus Water 7 gebaut und eben aus dem Holz des Adambaumes. Und es wird einfach das letzte Schiff sein, die Thousand Sunny. Das ist ganz klar. Was ich aber schon eher glaube, ist, dass die Thousand Sunny vielleicht ein neues Design bekommen wird. Ja, das wird auf jeden Fall alles noch ein wenig finsterer aussehen. Ja. Denke ich. Also nicht finsterer, aber noch ein wenig. Die Thousand Sunny sieht ja gerade aus wie so ein Spielzeugschiff. Ja, genau. Ich meine, die ist cool. Ich feiere die. Ich werde auch mal gern drauf chillen, sag ich mal. Aber ich denke auf jeden Fall, dass für die Thousand Sunny nochmal irgendwie ein anderes Design kommt. Eins, das noch ein wenig krasser aussieht irgendwie. Und, auf jeden Fall. Und ja, also das ist so einladend gerade. Es wird auch einladend bleiben. Mhm. Aber ich denke auf jeden Fall, dass die noch optisch noch was, noch eine gewisse Veränderung bekommt. Und wir werden, denke ich, auch noch mehr Features zu sehen bekommen, als wir jetzt schon haben. Wir haben ja jetzt zum Beispiel das Soldier Dock System. Da haben wir natürlich ein Klassiker ist der Coup de Borst, also wo dann die Luftkanone hinten durch... Das ist ja nicht vom Soldier Dock schon, das ist eine Sonderfunktion von der. Ja, klar. Aber es gehört ja eben, im Grunde ist es ja ein Feature und dadurch kann die Thousand Sunny eigentlich immer flüchten. Da haben wir es nämlich auch mit Sanji und Big Mom damals, die hätten locker flüchten kommen, weil niemand kommt der Thousand Sunny eigentlich nach. Ja. Die ist einfach so von Features her, würde ich sagen, das beste Schiff. Die kann einfach alles. Also nicht alles, aber wir werden noch so viel von der zu sehen bekommen. Ich meine, die kann auch auf stillen Meeren, kann die durch dieses Schaufelrad, kann die ja auch einfach entlang schippern, sage ich mal, durch die Meere. Die braucht gar keinen Wind eigentlich, weißt du? Ja, das ist ja auch das Coole an der. Und deswegen, ja, das ist das Coole an der. Ja, und sprechen wir jetzt mal über das Soldier Dock System. Und zwar hat es ja mehrere Stufen. Hätten wir Channel 1, wie gesagt, genau, Channel 1, hätten wir dieses White Rocking Horse. Dieses Pferd eben. Das ist eben so ein Seepferdchen, einiger Wafer. Wahrscheinlich von Frankie umgebaut. Das ist Namis Wafer, den die auf Sky Islands bekommen hat. Genau. Hey, das war aber cool. Die konnte sofort mit diesem Wafer umgehen. Ja, das, wie gesagt, das ist ein cooler Art. Kannst du dich noch an die Szene erinnern, als Ruffy den Wafer benutzt hat? Oh mein Gott! Das war so witzig. Ja, also Nami kann auf jeden Fall super mit diesem Wafer umgehen. Die war am Anfang so richtig sauer, als Frankie ihn umgebaut hat. So, ey, was soll denn das? Aber okay. Also dieser Wafer eben. Dann hätten wir auf Channel 2 die Little Lamb oder Mini Mary. Das ist sogar noch ihr Kopf vorne drauf. Die Galionsfigur. Ist dieselbe, ja. Ich weiß nicht, ob sie gleiche ist, aber dieselbe ist es auf jeden Fall. Auf jeden Fall finde ich das einfach cool, dass die Flying Lamb noch weiter jetzt irgendwie da mitlebt. Ja. Und bei dem Special der Flying Lamb, da ist ja auch Lissab, Brooke und Chopper auf der Mini-Mary unterwegs. Das ist schon nach dem Zeitsprung. Und da erzählt eben Lissab Brooke die Geschichte über die Flying Lamb. Das ist dann immer dieser Water 7 Arc in Filmqualität so richtig gut gemacht. Habe ich mir vor kurzem erst angeschaut, das war richtig gut gemacht. Und ja, das ist eben cool, dass die Flying Lamb noch weiterlebt. Ja, finde ich das, auch. Das zeigt einfach auch die Treue der Crew, weil man hat ja gesehen, die Flying Lamb konnte sprechen. Und was hat man noch gesehen? Die Flying Lamb, also der Klabautermann der Flying Lamb, saß ja dann am Ende des Specials, saß der noch oben auf dem Mast
Und das fand ich einfach mega cool, weil es einfach so episch war. Man hat doch gesehen, aber dann, die ist noch da. Also, da merkt man eigentlich auch mal, was das für eine Verbundenheit war zwischen der Crew und dem Schiff. Ja. Das finde ich das Coole da dran. So krass. Das bringt irgendwie, finde ich, auch noch die ganzen Arcs vorher. Mhm. Finde ich, bringt das nochmal so eine andere Stimmung rein, wenn man erstmal die Geschichte dann kennt, wie die sich so... Ja, ich weiß. Das ist mega krass. Weißt du, was mir letztens mal aufgefallen ist? Was denn? Wusstest du, dass die ganzen Arcs vorher über mehrere Jahre gingen, also One Piece-Jahre? Ja. Das ist mir das beim ersten Mal anschauen gar nicht so bewusst gewesen, dass es über mehrere One Piece-Jahre geht, weil die Flying Lamb sagt ja dann auch noch, ja, ich bedanke mich für die letzten Jahre mit euch, dass ich mit euch da segeln durfte. Ja, na klar, das ist ja klar. Ja, schon, aber das ist mir in der Serie so selber gar nicht aufgefallen. Ja, das geht ziemlich schnell, aber ja, so ist es eben. Ja. Ich hätte irgendwie gern, so blöd es klingt, wirklich so blöd es klingt, das bin ich wahrscheinlich einer der wenigen, aber ich hätte gern noch mehr Episoden, nicht Filler, aber so Episoden, wo es einfach auf dem Schiff entlang übers Meer segeln, Sanji kocht was, Ruffy spielt irgendwie. Ich liebe solche Episoden, wo die einfach so miteinander reden, wo die selbst über ihre Bande reden. Ich liebe das. Und einfach so ein paar witzige Szenen noch drin vorkommen. Mega gut. Ja, das mag ich auch. Ja, genau, also dann kommen wir schon zum Soldier Dog System Nummer 3 und zwar dem Haifischversenker auf Deutsch. Ja, so heißt es auf Deutsch. Das ist eben so ein U-Boot mit der Hauptaufgabe einfach unter Wasser alles zu erkunden, sage ich mal. Und das kann 3 Personen mitnehmen und ja, das ist auf jeden Fall ein ganz witziges Teil da. Es war ja, die haben ja sogar irgendwie, glaube ich, damit man versucht... Nee, doch nicht. Nee, ich habe mich gerade verdacht. Entschuldigung. Passt schon. Ich war doch richtig, weil hier steht's. Ich dachte es mir doch. Genau, die haben ja da an der Red Line, haben es ja versucht, mit dem U-Boot die Fischmenscheninsel zu suchen. Genau, aber es hat eben nicht geklappt, weil das Ding nur 5000 Meter tief tauchen kann. Jo, genau. Die haben die gesucht. Ja. Naja, kommen wir schon dann zur Stufe 4. Dem Black Rhino. Ja. Müssen wir jetzt nicht viel drüber reden. Eigentlich müssen wir die eigentlich gar nicht durchgehen. Wir haben ja eigentlich drüber geredet, dass sie auch ein neues Design bekommen wird. Jetzt haben wir jetzt noch ein paar wichtige durch. Wir haben jetzt, was ich noch erwähnen will, ist nochmal so ein Feature der Thousand Sunny und zwar das Chicken Voyage. Ist sozusagen das Gegenstück dem Coup de Borst von hinten. Ist sozusagen das Gegenstück eben, nur dass sie halt dann nicht schnell nach hinten fliegen, nur dass dann eben von der Thousand Sunny ihre Galionsfigur eben das Fell des Löwen oder die Sonnenblumen sich anfangen zu drehen. Die Blüten, wenn man es, oder die Löwenmähne, wie es hier steht. Und dann kann die Thousand Sunny eben rückwärts fahren durch diesen Wind eben, das ist so ein Propeller-Ding. Ja. Das wollte ich nur kurz erwähnen, weil das ist auch noch ein ganz cooles Feature. Und ja, die Augenstrahler, auch noch ganz kurz, Thousand Sunny kann im Dunkeln sehen, also so ein Scheinwerfer. Und die Gaon-Kanone ist richtig stark. Die haben sie angewendet gegen die Fliegenfisch-Riders damals. Als Sanji sein Ding gefunden hat, sein Double, sag ich mal. So lustig, gell? Ja, und warum haben wir das jetzt euch alles erzählt mit den ganzen Features? Um euch aufzuzeigen, was die Thousand Sunny einfach kann. Die ist einfach das beste Schiff. Und da könnt ihr jetzt natürlich auch erkennen, dass sie das letzte Schiff sein wird. Die Schrotpiraten werden zu 100% kein neues Schiff mehr bekommen. Die Thousand Sunny wird, wie gesagt, noch ein neues Design bekommen. Ja, schätze ich auch. Noch ein neues Design bekommen. Aber es kann auch wegen dauern. Ja. Aber die bekommt noch eins, denke ich auch. Es kann auch ewig dauern. Ja. Aber ich denke wirklich, dass sie vielleicht noch irgendwie gestrichen wird oder so, dass sie noch wegen... Oder... Sie machen es wie bei der Flying Lamb, als Nazca Island geflogen sind, als nur für kurze Zeit diese Flügel und an der Galeonsfigur dieses Design hatte. Dass sie vielleicht, wenn sie irgendwie in einen großen Krieg ziehen, dass sie dann irgendwie so wütende Wimpern noch machen und das Schiff irgendwie schwarz anmalen bis dahin. Ey, das ist ja so krass. Ich würde es feiern, wenn Ruffy noch irgendwas drauf macht. Ja, Ruffy zeichnet wieder. Könnte ich noch an die Szene erinnern, als Ruffy die Flagge zeichnet. Oder auf Laboom hat das auch gezeichnet. Ja. Das war so gut. Das war so witzig, diese Flagge. Das habe ich so gefeiert, weil, ja, Ruffy ist einfach witzig. Also einfach, ich würde sie echt feiern, wenn Oda als Running Gag wirklich auf der Flagge Ruffys Zeichnung gelassen hätte. Das würde ich auch feiern. Das wäre so krass. Das wäre auf jeden Fall richtig krass.
Jetzt möchte ich nochmal ganz kurz erwähnen, meine Freunde. Wir haben, wenn ihr das Video seht, dann vor wenigen Tagen oder auch erst gestern, ich weiß noch nicht, wann das Video hochkommt, haben wir ein Infovideo hochgeladen. Da seht ihr in der Thumbnail Zündstoff. Ja, Zündstoff bedeutet, weil man erfährt was, also man will was erfahren. Schaut euch das Video einfach mal an und ballert doch mal die Kommentare mit Fragen zu. Schaut es euch nochmal ganz an und ja. Ist euch übrigens, nochmal so eine Frage, ist euch im letzten Video, welches Video war das nochmal? Die Top 5 Zornfrüchte. Ist euch da so ein witziges Easter Egg aufgefallen, das Max betrifft? Wenn ja, schreibt es in die Kommentare, weil ich glaube, es hat keiner gemerkt. Aha. So, drück mal da drauf, mal schauen, wie lange wir heute schon haben. Wir haben 10 Minuten, aber ich glaube, wir sind ziemlich durch mit dem Thema. Ja, das wir war wissen, ein wenig ein kürzeres Thema dieses Mal. Und beim nächsten Mal, ja, wird es wieder ein wenig länger, aber... Genau. Ja, aber diesmal ein bisschen kürzeres Thema. Ja. Aber wir wollten es unbedingt mal ansprechen, weil... Genau, schreibt doch mal noch in die Kommentare, wie ihr zu den Schiffen steht, ob ihr die Schiffe schön findet oder nicht. Ja. Oder ob ihr glaubt, dass sich daran noch irgendwas verändert. Ja. Und damit sage ich, wenn es euch gefallen hat, dann penetriert doch den Like-Button. Ja, wenn nicht, dann drückt einen Daumen runter. Aber Leute, jetzt mal ohne Scheiß, ich habe immer wieder Dislikes auf den Videos, wo ich mir denke, okay, gebt mir ruhig Dislikes, ist mir scheißegal, es juckt mich eh nicht, ihr könnt ruhig alle runtergeben. Nee. Aber wenn schon Dislike kommt, dann bitte mit Begründung. Schreibt doch wenigstens in die Kommentare, Portugas ist voll der Spast. Wenigstens das. Oder ja. Max ist voll der Homo oder sowas, weißt du? Mit Begründung bitte dann. Aber nicht einfach einen Daumen runter geben. Ich würd gerne erfahren, warum ihr das so scheiße findet. Vielleicht ist es scheiße, okay, mag sein, ich mach's trotzdem weiter, Wayne. Aber schreibt einfach in die Kommentare, also es geht jetzt gerade nur an die, die unsere Videos gerne disliken, ne? Ihr kleinen Rüpel, ihr Rabauken. Das hört sich gerade so an, als kriegen wir jedes Ding irgendwie 100 Millionen Daumen runter. Wir haben einen Daumen runter auf dem neuesten Video. Auf einem Video ist es ein 2 Daumen runter. Das geht mir so ans Herz. Nee. Ja, wie gesagt, bitte begründet es doch mal. Ich würde es nur mal gern wissen. Ich meine, ja, und abonniert doch auch mal. Ja, damit sage ich, meine Freunde, I-O-A-H-I, I-O-H. Ja, und das letzte Wort ist wieder bei mir. Sorry, dass diesmal ein bisschen stocklicher war, keine Ahnung. Sagen wir nach jedem Video. Nein, stocklicher. Mit so ein paar Pausen mal zwischendrin. Ich meine, das Thema ist jetzt auch... Naja, die Pausen ist nur du. Macht, weil dir nichts einfällt, weil ich einfach der Boss bin. Nein, ist der nicht. Also dann... Wir sehen uns beim nächsten Mal und tschüss.